Einmal Rockstar. Bei dir alles gut? Bei mir ist alles super. Ja, Arbeit läuft. Arbeit läuft sehr gut. Das ist immer gut. Ja. Das ist das Wichtigste, was ich sage. Ja. Danke. Und jetzt Wochenende genießen. Ja, richtig. Ja, und schönes Wochenende. Also, ne? Mach's gut. Ciao. Tschüss. Also meine Süßigkeiten kaufe ich am liebsten an der Bude um eine Ecke. Denn die Bude gehört zum Ruhrgebiet wie die Currywurst und der Zechenturm. Am 25. August haben wir alle gemeinsam die Möglichkeit, unsere Bütchen zu feiern. Denn da ist der zweite Tag der Trinkhallen. Da gibt es Konzerte, Lesungen und auch Poetry Slams. Und einen ersten Eindruck davon bekommt ihr jetzt. Dortmund. Und? Was kann ich mir hier ansehen? Fragst du mich, bist gerade angekommen, hast gerade Platz genommen am großen Ruhrpott-Tisch. Das sind diese kleinen Dinge. Wenn sich buntes Graffiti auf grauen Wänden in Regenpfützen am Straßenrand spiegelt. Wenn der Kioskbesitzer deinen Namen kennt, wenn du mit einer gemischten Tüte nachts am Ufer vorbeigehst und riesengroße Fische in den Fenstern rumschwimmen. Wenn du in der Saarlandstraße über den Rand deiner Tasse in die Augen deiner besten Freundin blickst und ihr ganz genau wisst, dass ihr gerade den besten Cappuccino der Welt trinkt. Ich kann dir keinen Louvre zeigen, keine Elfie, kein Big Ben. Es gibt hier keine falsche Freundlichkeit. Wenn du im Weg stehst, dann hau mal von der Straße ab, junger Kerl! Das ist hier Großstadt, aber ohne Arroganz, ohne dieses fancy, guck wie krass wir sind. Man kann das machen, mit der Großstadtüberheblichkeit, schön geschmückt und gut gestylt vegan essen gehen für 17 Euro pro Portion plus Bio-Limonade. Aber sowas machen wir nicht. Und das beste Falafel-Sandwich mit geilem Ofengemüse und Spezialsoße, das gibt sowieso in der Münsterstraße und kostet 2,80 Euro. Und ein Hansa von der Bude nebenan gibt's für 60 Cent. Keine Ahnung warum. Und im Zweifel immer die Dortmunder Begründung mit 4 Buchstaben. Ist so. Da machst du nix. Ja, ich heiße Fatima Talalini, ich bin Dortmunderin, bin hier aufgewachsen. Ich bin außerdem Slam-Poetin. Ich habe irgendwann mal einen Workshop gemacht und habe gedacht, ah, das ist ziemlich cool, das mache ich gerne. Und seitdem mache ich Poetry Slam und bin auf Bühnen in NRW und in Deutschland unterwegs. Ich bin Björn Rosenbaum, ich bin Poetry Slammer und ich bin seit 5 Jahren dabei. Wenn man im Ruhrgebiet aufwächst, gehört die Bude zu jeder Kindheit dazu. Man kriegt dann von der Mutti 50 Pfennig oder später 50 Cent und dann kann man sich eine gemischte Tüte holen. Und die gemischten Tüten sind halt das Allerbeste. Und wer die dickste gemischte Tüte hat, ne, der ist halt auch der König auf dem Spielplatz. Die Bütchen sind der Ort der Begegnung für den einfachen Mann von der Straße. Ne? Und das ist halt regionale Kultur und das kommt vielleicht nach den beiden großen Fußballvereinen auf Platz 2 als soziale Klammer, neben vielleicht noch den Schrebergärten und der SPD. Ne? Und sonst, wir haben ja nicht viel. Das Ruhrgebiet ist jetzt vielleicht nicht der allerschönste Ort auf Erden, aber das Ruhrgebiet ist super echt. Und das schätze ich total. Hier gibt es irgendwie keinen Schnickschnack und hier gibt es kein aufgesetztes Lächeln, sondern wenn hier irgendwas nicht passt, dann wird dir das gesagt. Dann wird auch nicht lange drum herum geredet, dann fackelt man nicht lange. Das ist manchmal auch ein bisschen Schlag ins Gesicht, aber es ist eben immer super ehrlich und das schätze ich total. Wenn man im Ruhrgebiet lebt, dann kriegt man ein bisschen mehr von der Welt mit und nicht nur von seiner eigenen Blase. Hier treffen super viele Menschen aufeinander. Und das erweitert ungemein den Horizont, wenn man nicht nur mit seiner Gesellschaftsschicht immer untereinander unterwegs ist, sondern auf der Straße auch mal andere Menschen trifft. Und gerade ein Kiosk ist eben so ein Ort. Da trifft jeder aufeinander. Das ist völlig egal. Da kommen halt alle hin, wenn sie sonntags irgendwie noch eine Cola brauchen, ob das der Geschäftsmann ist oder die Kinder, die eine gemischte Tüte haben wollen. Da treffen sich halt alle, arme Leute, reiche Leute. Das ist dann völlig egal. Und das Schöne ist, dass man dann auch ins Gespräch kommt mit Leuten, die man sonst vielleicht so nicht anquatschen würde. Als ich mich fragte, was Heimat ist, war das Einzige, was mir einfiel, dieser eine Satz meines Großvaters. Ich habe hier gespielt, gelernt, gestohlen, getanzt, getrunken, gearbeitet, gekämpft, gelebt, geliebt und ich bin oft genug zu Boden gegangen, um mich von unterster Sohle wieder hinaufzukämpfen. Ich hatte Blut an den Händen und Dreck im Gesicht, ich habe hier Familie beerdigt, habe Freunde verabschiedet und genug Menschen gehen, sehen,
und viel zu wenig zurückkehren. Was habe ich geschrien und gestritten, wenn es einer wagte, meine Stadt hässlich und grau zu nennen? Was habe ich mich geschlagen und verletzt für dieses Stück Boden, das ich meine Heimat nenne, bis ich endlich begriffen hatte, dass es nie der Ort war, sondern die Menschen, die darauf leben. Die Menschen, die logen, betrogen, stritten, kämpften, litten, klauten. Und auch wenn sie vielleicht nicht alle ihr Herz im richtigen Fleck hatten, nie irgendetwas ohne Leidenschaft taten. Ich wollte immer einen Text über meine Heimat schreiben. Doch das Einzige, was mir dann einfällt, ist dieser eine Satz. Die Herzen hier sind aus Kohle. Schmutzig, aber leicht zu entfachen. Mein Name ist Jay Nightwind, und also als Künstler, und ich mache Poetry Slam jetzt so seit 8 Jahren und hauptsächlich hier in Essen. Ja, hi, mein Name ist Hannah Flieder, ich bin 21 Jahre alt und zu Slam bin ich gekommen, weil ich immer schon gerne geschrieben habe. Ich glaube, ich habe mit 10 meine erste Kurzgeschichte geschrieben. Das ist in NRW und im Ruhrgebiet so schön, weil ähnlich wie mit den Bütchen ist es, du kannst in jede Richtung gehen eigentlich, wo du willst. Du bist so in 20 Minuten mit der S-Bahn in der nächsten Slam-Location quasi, weil hier überall was stattfindet. Du kannst in manchen Wochen jeden Tag, wenn du willst, irgendwo auftreten und findest eine Bühne, weil einfach, ich glaube, der Ruhrgebietler hat Bock, sich Geschichten anzuhören und Texte anzuhören. Und deshalb findest du überall welche, die sich da hinsetzen und sagen, ja, gib mir mehr, ich will Text, ich will was hören. Es ist ja alles immer so sehr kumpelig und irgendwie so cool, mit Leuten zusammen rumzuhängen. Und ich muss auch sagen, als ich Kind war oder als ich noch jünger war, haben wir auch immer dann zusammen auf den Straßen gespielt und haben irgendwelche Dinge gestartet und sind hier durch Essen gelaufen. Und gerade auch diese Kioske, da waren wir ganz oft und haben irgendwelche Süßigkeiten gekauft. Schon auf dem Schulweg haben wir uns immer, ich weiß es noch, haben wir uns so fette Riesenschlümpfe gekauft. Die sind so ein bisschen heimliche Stadtteilzentren irgendwie, wo alles zusammenkommt, wo auch nochmal besprochen wird, was gerade im Stadtteil anliegt. Und ich finde auch immer, die Bude ist so ein bisschen Gleichmacher, weil egal wer da hinkommt, braucht halt irgendwas. Und ist erstmal in der Situation, dass es ihm fehlt. Und man bekommt dann irgendwie alles an der Bude, und manche brauchen halt, kaufen zwar ein Bierchen oder eine Limo, aber brauchen in Wirklichkeit ein Gespräch und sind dann dafür einmal an der Bude. Also ich muss sagen, ich habe einen Text geschrieben, der heißt Werd erwachsen, und da geht es halt darum, dass man sich sein inneres Kind ein bisschen beibehalten sollte, und dann sage ich auch, wir sollten uns die Kindheit in ein Bonbonglas einschließen und ab und an aufmachen und uns erinnern, wie die Kindheit schmeckt und was von ihr wir uns erhalten sollten. Und da habe ich dann tatsächlich daran gedacht, dass wir früher immer diese ganzen Bonbons gekauft haben. Wir Menschen sind alle riesige Geschichtenerzähler, und Poetry Slam ist eigentlich nur das Kulturformat zum gemeinen Geschichtenerzähler. Ich bin sogar überrascht, dass nicht viel mehr Leute quasi aus der Bude auf die Slam-Bühne kommen und sagen, ich habe eh gerade noch was zu erzählen, macht mal hier ein bisschen Platz für mich. Also das überrascht mich tatsächlich, dass es nicht viel, viel mehr sind. Aber das ist es, die Begeisterung für die Geschichte, die ist bei allen hier vorhanden. Egal, ob es halt die Hochkultur-Fans sind mit Schal und mit der Weinschorle, oder ob es halt eben der Fußballfan mit dem Radler noch 20 Minuten vorm Spiel ist. So, nach so einem langen Tag und so viel Lyrik brauche ich jetzt erstmal mein lecker Pilzken. Wenn ihr euch auch mal wieder was gönnen wollt, dann geht doch zum Tag der Trinkhallen. Der ist am 25. August, also kommenden Samstag. Dort könnt ihr ganz viele Poetry Slams und Konzerte genießen. Und es gibt auch reichlich zu trinken. Ich hoffe, wir sehen uns da. Oder aber bei der nächsten Folge Checkpot.